Wer sind Freikirchler? Ja, das Spektrum ist auch hier so bunt. Und also ich bin dankbar, man hört das, ich komme aus Deutschland. Da habe ich erlebt, dass Freikirchler und Katholiken, das geht gar nicht zusammen. Ja. Und zwar ganz oft, weil man als Katholik ein bisschen komisch angeschaut wurde. Und in Österreich habe ich erlebt, hier ist es ganz anders. Hier gibt es wunderbare Beziehungen, auch schon über Jahre hinweg. Ja, aber ich liebe meine katholischen Geschwister und ich verstehe nicht immer alles, aber die verstehen ja bei mir auch nicht immer alles. Ja, das ist ja nicht die Basis. Und ich habe festgestellt, wenn man Freunde hat in einer anderen Konfession, griechisch-orthodox oder auch koptisch oder russisch-orthodox, ich habe überall Freunde, dann ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Dann hütet man sich auch, vorschnell zu richten oder zu urteilen. So Freundschaften sind eine ganz wichtige Geschichte im Volk Gottes, die man pflegen sollte und die man haben darf. Ja, hallo, hier aus dem Zentrum der FCJG Help International in Wien. Wie praktisch jedes Jahr ist Walter Heidenreich wieder mal zu Besuch bei uns. Walter, herzlich willkommen hier in Wien. Wir kennen uns schon sehr lange. Du bist bekannt als Evangelist und auch als jemand, der sehr die Einheit des Volkes Gottes auf dem Herzen hat. Du hast gestern einen interessanten Tag gehabt in Heiligenkreuz. Ja, das ist ein besonderer Ort hier in Österreich, vielleicht sogar weltweit. Ich habe dort auf der Hochschule gesprochen und wir hatten eine gute Zeit, würde ich mal sagen, oder? Ja, es war mir eine besondere Ehre und hat mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut, dass ich das machen durfte. Überhaupt die ganze Beziehung nach Heiligenkreuz ist ja letztes Jahr entstanden und ja, ich fühle mich da sehr verbunden, ja, um das mal so zu formulieren. An sich, Walter, bist du ein typischer Freikirchler. Du lebst für die Evangelisation. Du hast sogar eine Gemeinde gegründet mal. Du bist jetzt der Leiter von Help International, einer sehr evangelistischen Gruppierung. Wie kommst du ausgerechnet nach Heiligenkreuz, zu einem Kloster, das seit 1133 existiert? Wir haben Pater Franziskus hier bei uns. Wir werden gleich noch ein paar Worte von dir zu hören. Aber wie kam denn dieser Kontakt überhaupt zustande? Ja, der Kontakt kam zustande durch Veronika, hier unsere Leiterin von diesem Zentrum, und die hat Kontakte nach Heiligenkreuz gepflegt und dann wurden wir eingeladen und dann haben wir letztes Jahr haben wir den Ort besucht und Bruder Franziskus und den Abt Maximilian getroffen und das war gleich so eine herzliche Begegnung und ich liebe ja das Volk Gottes in allen Schattierungen, ja. Und das hat irgendwie Gott in meine Wiege gelegt, in mein Herz gelegt. Und ich bin so dankbar in einem Land, das ja auch katholisch geprägt ist, dass man da nicht einfach so seinen eigenen Weg da drin geht, seinen freikirchlichen Weg, sondern man einfach auch schaut, was die Geschichte dieses Landes ist. Und es ist so fantastisch, wie Gott sich auch bewegt hat über Jahrhunderte und auch jetzt im Moment gerade auch innerhalb des Leibes Christi. Und ich freue mich dann immer so riesig mit meinen katholischen Geschwistern unterwegs sein zu können, das ist einfach ein absolutes Privileg, ja. Ja, Pater Franziskus, wir haben uns auch unter etwas ungewöhnlichen Bedingungen getroffen. Ich meine, ich bin ab und zu mal Besuch in Heiligenkreuz, aber na, vielleicht erzählst du die Geschichte selber. Gerne. Wir haben uns am 1. März 2019 getroffen. Da war nämlich der Ben Fitzgerald als Leiter von Awakening Europe zu einem Pre-Event in Heiligenkreuz. Und ich glaube, wir verdanken das ein bisschen auch Johannes Hartl und auch anderen, weil Ben auch ja hier den ganzen Leib Christi kennenlernen wollte und man auch von vornherein für Awakening Europe, also eine Großveranstaltung im Sommer 2019, auch die Katholiken irgendwie treffen wollte, dass man etwas Gemeinsames tut. Und wir haben einmal im Monat eine große Jugendveranstaltung mit circa 300 Jugendlichen, die sich zum Gebet versammeln. Das ist auch die Gnade eines Klosters. Wir haben eine besondere Atmosphäre. Das zieht auch Menschen an. Und da warst du dabei. Und das war so die Initialzündung. Seitdem ist viel, viel passiert, auch an Beziehungen, die gewachsen sind. Es war dann Awakening Europe. Da sind wir auch noch mal näher zusammengekommen. Und Veronika hat es mit Walter eingefädelt. Aber ich hatte ihn im Internet schon, hatte ich Videos von dir gesehen, ja.
weil ich früher bei einer katholischen Gemeinschaft auch war, die mit Drogenabhängigen arbeitet. Und dann hat mich der Dienst unglaublich fasziniert. Und da habe ich dich, Jo, angeschrieben, weil ich gehört habe, Walter ist in Wien, und habe gefragt, gibt es noch irgendeine Veranstaltung, dass ich ihn mal sehen kann? Und das Ergebnis war, du, der kommt gleich zu euch. Ja. Und dann hatte ich gedacht, okay, also Klosterführung ist sicher drin. Und dann habe ich gedacht, ich frage mal den Abt. Ja. Und ich war ganz begeistert von meinem Abt, also ja, den Chef, dass er so offen war und gesagt hat, ja, wir trinken Kaffee mit ihm, wir tauschen uns aus. Und seitdem ist etwas Wunderbares gewachsen. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich es hinbekomme. Die Hochschule ist die philosophisch-theologische Hochschule päpstlichen Rechts Benedikt der 16. So habe ich es richtig gesagt. Also eine relativ neue Institution in einem sehr, sehr alten Kloster. Pater Franziskus, was lernst du von den Freikirchlern? Ich werde dem Walter gleich die gleiche Frage umgekehrt stellen. Wer sind Freikirchler? Ja, das Spektrum ist auch hier so bunt. Und also ich bin dankbar, man hört das, ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Süddeutschland, aus Baden-Württemberg. Und ein Teil der Familie ist landeskirchlich evangelisch, der andere katholisch. Ein bisschen klischeehaft, nicht so praktizierend, wie man das sagt. Da habe ich erlebt, dass Freikirchler und Katholiken, das geht gar nicht zusammen. Ja. Und zwar ganz oft, weil man als Katholik ein bisschen komisch angeschaut wurde. Und in Österreich habe ich erlebt, hier ist es ganz anders. Hier gibt es wunderbare Beziehungen, auch schon über Jahre hinweg. Und was können wir lernen? Ganz oft als Katholik fällt einem diese Begeisterung auf für Jesus, ganz offen davon zu sprechen. Wir haben meistens so als Katholiken uns irgendwie angepasst, dass wir in der Gesellschaft im Privaten bleiben mit unserem Glauben. Der kann sehr intensiv sein, aber man versucht nicht anzuecken. Und da kann man sich herausrufen lassen von unseren Brüdern und Schwestern, die auf die Straße gehen. Und das tun wir auch. Marsch für Jesus in Wien war von der Hochschule immer jemand dabei. Und ich denke, ja, wenn wir in Freundschaft gemeinsam gehen, entdecken wir viele Dinge, die uns beim anderen bereichern können. Es ist ja nicht das erste Mal, Walter, dass du unter Katholiken bist, auch hier in Österreich. Da ist ja auch in Deutschland schon so einiges gewachsen. Oder überhaupt Beziehung zu Großkirchen. Was ist deine Wahrnehmung, welche Impulse können gerade die großen Kirchen, speziell hier in Österreich die katholische Kirche, geben für Erneuerung? Zunächst mal, als ich zum Glauben kam, habe ich das überhaupt nicht mit den Großkirchen in Verbindung gebracht, überhaupt nicht mit irgendeiner Kirche. Und so habe ich dann, oder wir, die ganze Bewegung, wir haben dann lustig und in Freuden 2 Jahre gelebt und dachten, also das ist, wir sind's, ne? Wir sind jetzt das Reich Gottes. Keine Ahnung von Geschichte. Aber dann fing an, Gott zu reden über die anderen Schafe in seinem Stall. Und dann haben wir immer noch nicht die Großkirchen im Blick gehabt. Ja, dann haben wir Berührungen gehabt eben mit der evangelikalen Welt erst und dann mit der pfingstlichen Welt und dann der charismatischen Welt. Und ich habe gleich von Anfang an gespürt, wow, hier will Gott etwas Neues tun oder vielleicht auch für uns neu, keine Ahnung. Auf alle Fälle haben uns so Worte in der Bibel berührt, das Gebet Jesu, Johannes 17, dann Johannes 13, ja, an der Liebe soll die Welt erkennen, die wir untereinander haben und so weiter, dass wir zusammengehören. Und Einheit ist ja ein riesiges Thema in der Bibel. Und so ganz langsam habe ich mich dann, oder wurde ich geführt vom Heiligen Geist, ja, mit den Großkirchen kam ich in Kontakt. Und ich habe gestaunt, ich musste wirklich staunen, wie viele tiefgläubige Menschen ich dort gefunden habe. Ja, nicht nur normale Gemeindemitglieder, auch Pfarrer und dann Priester und bisschen Bischöfe und alles Mögliche. Und was können wir denn lernen? Wir können lernen, wir können aus der Geschichte lernen. Ganze Menge aus der Geschichte lernen. Wir sind nicht die Ersten, ja, die Jesus persönlich kennengelernt haben und die Zeichen und Wunder erlebt haben. Ja, also man mag es kaum glauben, aber für mich war das ein Aha-Erlebnis und so weiter. Was ich jetzt primär auch in der katholischen Kirche sehr schätze, und ich habe sie auch nicht nur in Deutschland kennengelernt oder Österreich, sondern auch in Asien und anderen Teilen der Welt. Was ich also sehr schätze, ist diese enorme Weite im Geist.
Ja, da ist wirklich so eine Weite. Man wird nicht gleich vereinnahmt oder man wird auch nicht gleich korrigiert und ausgerichtet und geprüft, ob man richtig gläubig ist und sowas alles. Das bringt einmal erstmal eine ganz große Entspannung. Und dann das Nächste, was ich wirklich schätze in der katholischen Kirche, ist ihre tiefe Liebe und ihr Verständnis zum Heiligen Geist. Der spielt ja eine extreme Rolle da. Und da fühle ich mich natürlich ganz, ganz wohl. Ja. Und was ich ein bisschen schade finde eigentlich, durch diese Reformation, diese große Kluft, die dann entstanden ist, eigentlich zwischen der katholischen Kirche und der evangelischen Kirche und später den Freikirchen, da ist etwas entstanden damals in dieser Reformation. Vielleicht darf ich das auch hier wirklich mal ansprechen. Die Reformation ist ja abgelehnt worden von der katholischen Kirche. Und dieser Spirit der Ablehnung, ganz egal jetzt, das konfessionell oder auch wenn man den persönlich erlebt und man wird nicht geheilt von dieser Ablehnung, man kommt da nicht wirklich, wird nicht wirklich geheilt, dann trägt man da in sich etwas rum, diesen Ablehnungsgeist und man ist gar nicht mehr offen wirklich für neue Sachen. Und das habe ich eben auch in der katholischen Kirche gesehen. Wenn da Erneuerung stattfand in den letzten Jahrzehnten, die wurden umarmt. In der evangelischen freikirchlichen Welt wurden sie eher misstrauisch begutachtet bis abgelehnt. Und da bete ich für, dass da diese Heilung reinkommt. Weil wenn dem Geist Gottes das gelingt, dann kommt nochmal auch die Erneuerung der Einheit, die kommt dann nochmal auf eine ganz andere Qualität. Ja, aber ich liebe meine katholischen Geschwister und ich verstehe nicht immer alles, aber die verstehen ja bei mir auch nicht immer alles. Ja, das ist ja nicht die Basis. Und ich habe festgestellt, wenn man Freunde hat in einer anderen Konfession, griechisch-orthodox oder auch koptisch oder russisch-orthodox, ich habe überall Freunde, dann ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Dann hütet man sich auch, vorschnell zu richten oder zu urteilen. So Freundschaften sind eine ganz wichtige Geschichte im Volk Gottes, die man pflegen sollte und die man haben darf. Ja, vielleicht mal so weit dazu. Diesen einen Gedanken von dir möchte ich jetzt aufgreifen und gleich an dich, Pater Franziskus, weitergeben. Katholische Kirche offen für Neues. Ihr seid seit 1133 in Heiligenkreuz, da ist schon viel Wasser die Donau runtergeflossen seit damals, möchte ich mal sagen. Was ist das Neue, was Gott jetzt tut? Einerseits in der Hochschule und andererseits unter euch als Mönchsgemeinschaft. Also ganz kurz, was sind Mönche? Wir leben in Gemeinschaft. Das Wesentliche unseres Alltags ist es, dass wir die Psalmen beten, ungefähr 3,5 Stunden im Tag, also alle Psalmen in 2 Wochen einmal durch. Und ja, wir teilen unser Leben, also ja, wirklich ganz, ganz urkirchlich. Das ist das Prinzip, eine Familie, Lebensgemeinschaft und Jesus ist im Zentrum. Ja? Und was hat Corona bewirkt? Viele äußere Dinge sind weggefallen und wir wurden auf unser Wesentliches zurückgeworfen, ne? Auf Jesus, auch wie wir Mönche leben. Und das war erstmal, weil wir den Vorteil haben als Hausgemeinschaft, als Familie, dass wir relativ ungestört unseres leben konnten, war das ein Segen, es war Frieden. Wir kamen zu dem zurück, ja, zum Gebet, in Gemeinschaft sein. Und dann haben wir aber gemerkt, herausfordernd ist es, boah, wir müssen wirklich Gemeinschaft sein. Walter hat das auch mal schön gesagt, die Aktivitätsschlupflöcher. Wir haben ja auch Seelsorge, haben nicht alle Mönche. Und was jetzt passiert ist, wir haben gemerkt, es tut uns gut, wir brauchen das, eben wirklich uns als Gemeinschaft zusammenzufinden, auf Jesus zu schauen und dann aber auch zu sehen, wie viele Menschen auch bei uns quasi an die Türen klopfen und uns brauchen. Das heißt, wir haben beides, so aus dem Gebet auch in die Aktion zu gehen und hier die Balance zu haben und nicht einfach irgendein Schema abzuarbeiten und so war es die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Da durfte das Kloster eh immer wieder erleben, wenn man irgendwo seinen Weg gefunden hat, dann wurde das Kloster überfallen oder
Ja, oder dann kommt die Reformation, dann sind es nur noch ganz wenige. Ja, also es gab immer wieder eine Herausforderung, sich neu zu finden, und das ist auch jetzt. Und da ist viel Gnade da. Wir sind eine relativ große Gemeinschaft, insgesamt mit fast 100 Mönchen. Davon sind 50 bis 60 im Haus. Ja. Also wir müssen auch jetzt schauen, wie Jesus im Zentrum bleibt. Und dieses Hinhören, ich glaube, das ist das Herausforderndste, obwohl es die erste Aufgabe eines Mönches ist. Aber das, ja, ist anstrengend, so schön es auch ist. Ja. Aber ich muss meinen Eigenwillen abgeben, zu sagen, Herr, was willst du heute tun? Ja. Und nicht quasi, wie soll ich sagen, die Mönche haben Großartiges geschrieben und keine Ahnung und haben Erfahrungen mit Jesus gemacht, dass ich nicht einfach von dem lebe, was irgendeiner mit Gott erfahren hat und von der Offenbarung, die ihm zuteil wurde, und dass es so funktionieren muss, wie der es gemacht hat, sondern hinzuhören, was sagt der Heilige Geist mir heute. Ja, so wird es auch erst richtig spannend. Ich habe dir sehr aufmerksam gerade zugehört, auch über die ganze Geschichte, die da hinter euch ist. Es ja ein enormer Schatz, ja, auch selbst Herausforderungen, überfallen werden, und Reformation ist ja eine unglaubliche Reise, die ihr da hinter euch habt. Was ich bei euch, nicht nur jetzt bei euch dort an dem Ort, sondern katholische Geschwister weltweit, was ich da nochmal wertschätzend rüberbringen möchte, ist auch die Wertschätzung gegenüber dem Menschen. Ja, und zwar nicht nur die Wertschätzung gegenüber Christen, sondern auch die Wertschätzung gegenüber anderen Religionen. Ja, ich bin ja auch mit den Fokularen unterwegs, der Fokularbewegung. Chiara Lubitsch habe ich auch persönlich kennengelernt, sehr schätzen gelernt. Und diese unglaubliche Wertschätzung vor dem Geschöpf Mensch, finde ich, ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Voraussetzung überhaupt, dass wir unseren Glauben glaubhaft leben können und auch weitervermitteln können. Und da können wir wirklich von lernen in der freikirchlichen Welt. Davon können wir lernen in der evangelischen Welt. Das ist also eine Nummer, das ist also eine Salbung oder wie man das auch immer formulieren mag, die ich unglaublich, unglaublich attraktiv auch finde. Ja, da finden Menschen dann schnell Zugang für Dialoge und für konstruktive Auseinandersetzungen, auch vielleicht mal kritische. Aber man hat immer wieder, im Untergrund ist immer wieder, du wirst respektiert, du wirst wertgeschätzt als der, der du bist. Das ist ein unglaubliches Gut in der katholischen Kirche. Etwas, was die Freikirche traditionell auszeichnet, ist der missionarische Eifer. Walter, du bist wirklich ein Evangelist. Wie schwer fällt es dir, wenn du in Quarantäne gesteckt wirst? Nicht so schwer, wie du denkst. Ja, Quarantäne, wir sind ja seit dem Sündenfall in Quarantäne. Und man muss gucken, wie man dann sich in der Quarantäne, wie man sein Leben darin gestaltet. Ich war sehr froh eigentlich, dass ich Dinge runterfahren konnte und mich zum Beispiel mehr dem Gebet widmen konnte, Bücher lesen konnte, mal Predigten anhören konnte. All das war ich sehr froh, und trotzdem gucke ich da in mir was. Ja, trotzdem möchte ich da was tun. Und ich war so froh, dass dann das Ordnungsamt jeden Tag kam, um zu überprüfen, ja, für 10 Tage, ob ich da auch wirklich 1000 Mitglieder jeden Tag. Weil am ersten Tag kamen 3 uniformierte, maskierte vom Ordnungsamt und wollten wirklich genau wissen, ob ich das bin. Und da hat es bei mir geklingelt, da habe ich gedacht, die kommen nicht zum letzten Mal. Ja, und am nächsten Tag waren sie wieder da, und eine Mitarbeiterin bei uns, Petra Feddersen, die hat ein wunderbares Traktat rausgebrannt und gedacht, direkt für Corona, fürchte dich nicht, mit Übergabegebet. Das habe ich dann gleich abgegeben. Und am nächsten Tag brachten sie schon gleich das Tablett mit. Da habe ich dann mehrere drauf gelegt. Und so ging das dann bis zum Ende. Ja, aber jetzt kann ich ja nicht reisen. Jetzt kann ich nicht mehr ins Flugzeug steigen und dies und das und jenes. Dann frage ich mich und frage auch Gott, wie kann ich mein evangelistisches Ding da, was ich habe in mir, wie kann ich das denn ganz organisch im Leben? Ja, und das war super. Ich bin oft dann mehr als sonst zum Supermarkt gegangen, weil da kam ja nicht mehr jeder rein. Da standen die dann Schlange mit den Einkaufswagen, und vor mir ein paar Leute, hinter mir ein paar Leute und ich mittendrin. Und dann, ja, kriegte man die ganze Depression mit, den ganzen Frust, und einmal musste ich sogar einen Streit schlichten mit dem Security, der die Leute nicht reinlassen wollte. Da gab es fast eine Schlägerei, und da habe ich
hat eben ein paar nette Worte gesagt und so alle ermutigt und dann ne, kam der Gewaltspirit wieder runter. Aber man kann ja ruckzuck, kann man ja mit den Leuten ins Gespräch. Und eine Hauptfrage, die immer stellen, ja, Sie sind so locker drauf in allem, haben Sie überhaupt keine Furcht? Und dann habe ich ihnen gesagt, ja, an der Stelle habe ich wirklich keine Furcht. Ich kann nicht sagen, dass ich Furcht gar nicht kenne, aber an der Stelle habe ich absolut keine Furcht. Ja, warum denn das nicht? Und dann kam man in die Gespräche, dann konntest du mit Leuten beten. Manche haben dann sofort gesagt, ich bin krank, habe dies und das und jenes. Dann konnte man die Hände auflegen, dann hat sich hinter mir bekehrt. Und so gab es verschiedenste Dinge im normalen Leben, beim Arzt, wo auch immer, wo man hinging, ja, beim Spazierengehen, auf einmal fingen ja alle Menschen an, spazieren zu gehen. Ne? Der Wald war übervölkert, die Städte waren leer. Das ist wirklich so. Und, Tiere wurden gekauft, ja, man musste den Hund ja rausbringen. Und so weiter. Und das so organisch, ja, ganz organisch konnte man das Evangelium verkündigen. Oder beim Tanken oder was auch immer. Und das war einfach nur gut. Und ich habe gesehen, ja, die Pandemie öffnet irgendwie auch die Menschen für Fragen, die sie sonst vielleicht gar nicht gestellt haben. Und hat ihr Herz geöffnet, das sie vielleicht sonst verschlossen haben. Und ja, da gibt es viele schöne Storys dann. Aber es geht ja nicht um die Storys, ne? Es geht ja darum, dass Menschen wirklich die Liebe Gottes kennenlernen. Und da ist viel möglich jetzt im Moment. Wirklich, da ist vieles möglich. Wir haben auch in Lüdenscheid, wir haben ja eine Konferenz geplant und ja, können wir nicht mehr machen, ne? Große Konferenz. Aber doch, wir sollen die machen. Ja, aber wie denn? Dann eben anders. Ne? Zelt auf dem Gebetsberg aufgebaut, für 6 Wochen Burning Hearts eingeladen, hunderte von Leuten kamen und es war ganz viel möglich. Es war sogar möglich, mit Leuten zu beten und Leute haben sich bekehrt, konnten über Leute prophezeien. Und es wird in die Stadt gegangen und regelmäßig haben wir evangelisiert in der Stadt. Und eine ganz schöne Sache vielleicht noch, wir sind seit Monaten, sind wir jeden Donnerstagmorgen unterwegs in der Stadt vor dem Rathaus, knien uns da nieder in Kreuzform und beten das Vaterunser. Ja, sind ganz ruhig, sind knien da, ne? Das ist schon, man braucht gar nichts tun, das ist schon so eine Aufmerksamkeit. In kürzester Zeit kam die Polizei zum Beispiel, wer wird das jetzt im Flashmob? Ja, ich sage, weiß ich nicht. Ne? Dann sind wir ganz ruhig und dann fangen wir an, das Vaterunser aber so richtig kräftig, laut zu beten, zu proklamieren. Ja? Und ich habe gesagt, lass uns das nicht missbrauchen für Evangelisation. Lass uns das Gebet einfach, das ist so ein machtvolles und so ein vollmächtiges Gebet eigentlich. Und dann stehen wir auf und da kommen schon Leute und wir gehen dann zu zweit durch die Stadt und dann hast du evangelistische Gespräche. Leute gehen, wir neben Jesus, wenn sie wollen, dass wir gegen ihre Krankheit beten. Und ich denke, das wäre eigentlich so etwas für alle Städte, für alle Dörfer, für alle Länder, wenn wir das hinkriegen würden. Das hat keinen Anspruch an irgendwelche evangelistische Bevormundung oder sowas. Das Gebet, das Jesus an die Jünger gelehrt hat, das wirklich von den Regierungsgebäuden zu beten, ich glaube, da liegt eine unglaubliche Vollmacht drin. Also das machen wir um vieles andere mehr. Ja, wir sind auch in die Schweiz gegangen, ja, also in der Pandemiezeit, und haben auf den Höhen haben wir angebetet, also auf den Bergen. Da gehen die New Ageler hin und stellen ihre Flaggen auf und die Buddhisten und was weiß ich nicht alles. Früher stand da nur das Kreuz. Jetzt steht da alles Mögliche und wir haben empfunden, wir sollen da hingehen mit Gemeinden und Christen aus verschiedenen Gemeinden zusammen dann anzubeten. In den Tälern haben wir evangelisiert in der Schweiz und es sind so viele schöne Sachen passiert. Menschen zum Glauben gekommen, Menschen geheilt. Also auch in der Pandemiezeit, da ist mehr möglich, als man denkt. Man muss nur einfach anders. Ja? Gott, was ist denn jetzt möglich? Was unmöglich ist, kriegen wir gesagt. Ja, aber Gott ist ja ein Gott des Unmöglichen, der macht unmögliche Dinge möglich. Und dann, da ist so von möglich, ich möchte jeden ermutigen, der das hier hört, hey, such die Möglichkeiten Gottes. Ja, und du wirst Wunder sehen. Ja, herzlichen Dank, Walter, zunächst mal dir für diese ermutigenden Worte, diese sehr herausfordernden Worte, die ein Stück weit schlechtes Gewissen machen, weil man kommt drauf, wie schlecht wir vielleicht die Zeiten von Corona genutzt haben. Die Lateiner sagen Carpe diem,
achte den Tag, nutze den Tag, lass uns das tun, das einfach weiterzutragen und das möglich zu machen, was einfach Gottes Möglichkeiten sind, eben nicht die Unmöglichkeiten, von denen oft die Welt in dieser Zeit spricht. Herzlichen Dank dir, Walter, Leiter von FCJG Health International aus Lüdenscheid, und danke dir, Pater Franziskus, als Mönch aus dem Stift Heiligenkreuz fürs Hiersein. Eine wunderbare Gelegenheit, christliche Einheit zu repräsentieren, zu erleben, im Austausch miteinander. Danke fürs Zuschauen, und wenn dir dieses Video gefallen hat, teile es. Es gibt sicherlich viele Menschen, die auch davon profitieren können und die in Zeiten wie diesen einfach die Zeit nutzen für Jesus.